Und Rossmann hat neue Produkte und ich habe nicht so viele, aber doch wirklich sehr, sehr spannende und ein Produkt, was mich wieder, es macht mich fertig. Los geht's. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle Lust auf eine neue Runde Drogerieneuheiten. Wirklich verschiedene Produkte von Skincare sogar bis Make-up. Eins finde ich sehr, sehr spannend und eins widert mich wirklich an, aber dazu kommen wir gleich. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder hier seid und ich hoffe, es geht euch gut. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme bei dem letzten Zählt die Emojis. Wir machen es einfach wieder. Wir haben das so lange nicht mehr gemacht und das ist für mich immer eine gute Möglichkeit, euch auch dann einfach an Produkte oder euch an Produkten teilhaben zu lassen. Also zählt die Emojis, die ihr seht und schreibt mir das in die Kommentare. Aber ihr müsst mir auch schreiben, wie ich euch erreichen kann, weil das manchmal so ein bisschen schwierig ist. Oder ihr könnt mir das dann per Privatnachricht bei Instagram schicken mit einem Screenshot. Gar kein Problem. Wir starten mal so ein bisschen mit Skincare. Isana hat ja diese Pflege Reihe rausgebracht, die so ein bisschen wirkstofforientierter ist. Und da gibt es jetzt, ich habe den aber schon vor 2 Wochen, glaube ich, gesehen, den 1,5% AHA-Reinigungsschaum. Sanfte Reinigung, porenverfeinernd und mattierend. Es gab das ja in der cremigen Version, da war aber noch PHA mit dabei. Hier ist jetzt nur Alpha-Hydroxysäure mit und ihr könnt damit so ein bisschen. Ich benutze das eigentlich ganz gerne, um so ein bisschen so einen kleinen Reset zu machen. Ihr kennt ja mein Sonntagsritual. Vielleicht machen wir mal ein Video dazu, weil ich da neulich ein paar Nachrichten zu bekommen habe. Ich sage ja immer, dass ich sonntags so ein bisschen meine Häutung vornehme, wo ich dann wirklich alles mache. Ne, von Dermaplaning bis Rotlichttherapie, Peelings, Masken und dann am Montag gar nichts, um der Haut so ein bisschen Pause zu geben. Und dazu ist sowas auch immer ganz gut. Das ist ein Reinigungsschaum. Wichtig ist, dass man da natürlich immer einen Lichtschutzfaktor damit benutzt. Bin ich sehr gespannt. Ich finde, so Reinigungsschäume habe ich lange nicht mehr gehabt. Der letzte Reinigungsschaum, den ich nutzte, war von Lovely, von Paola Maria. Der fehlt mir tatsächlich sehr. Probieren wir aber mal aus. Dann hat es auch noch ein weiteres Produkt gegeben und das finde ich persönlich sehr spannend. Und zwar ist das Balance Serum. Ich habe ja wirklich hier super, super viele Wirkstoffprodukte von Isana schon hier. Und jetzt gibt es das 5% Panthenol, 5% Squalan. Und Panthenol ist so ein Wirkstoff, der mich im Moment ganz besonders. Ich nutze den im Moment sehr, sehr gut. Ich wollte die nächsten Tage in die Apotheke fahren. Es gibt nämlich von Bepanthen, eine Mundspülung. Und die soll sehr, sehr gut fürs Gesicht sein. Klingt ein bisschen schwierig, ist, wenn man eine Entzündung im Mund hatte oder vielleicht eine Operation. Und hier ist auch Panthenol mit drin. Wir probieren es vielleicht erstmal mit dem Skincare-Produkt, bevor wir die Mundspülung benutzen. Panthenol ist natürlich super beruhigend. Und hier ist aber auch noch Squalan mit drin aus Olivenöl, welches deine Haut intensiv ohne zu fetten mit Feuchtigkeit versorgt und pflegt und Fettsäuren gibt. Squalan ist ein tolles Produkt. Ich erinnere mich von Bayer und Söhne gab es das, glaube ich, mal. Pures Squalan war eine ganz kleine Flasche. So sieht der Flakon einmal aus. Ist weißlich, nicht parfümiert, fühlt sich sehr, sehr reichhaltig an auf der Hand. Muss ich mal probieren. Ich glaube, das ist so ein Produkt, was ich mir gut vorstellen kann, wenn ich gerade so einen sehr aggressiven Hauttag hatte. Ne? Also wenn ich viel gemacht habe, wenn ich viele Produkte benutzt habe und meine Haut. Heute ist sie sehr, 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 sehr gut. Ich habe was gekauft. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe mich influenzen lassen. Das sind diese Eye Patches von Shiseido. Die waren teurer als meine rechte Niere, aber sehr spannend. Ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen, bevor ich euch das erzähle. Finde ich ganz spannend. Ein Panthenolserum und Ectoin ist auch mit drin, was ich sehr, sehr gerne mag. Das kann nämlich die Haut vor umweltbedingten Irritationen und negativen Folgen von UV-Strahlen schützen. Ectoin ist sehr, sehr schön und hinterlässt halt auch immer so einen schönen Glow. Das kann ich mir sehr, sehr gut als Make-up-Grundlage vorstellen, gerade im Winter. Ich wollte ihn euch einfach mal gezeigt haben, das ist nämlich jetzt neu mit dazugekommen. Wir bleiben aber noch ganz kurz bei Skincare. Ich habe neulich ein Video gesehen und dachte mir, oh mein Gott, ja, das ist das Beste, was. Also, es macht so viel Sinn. Umstandsbedingt bin ich sehr selten in der Babyabteilung, weder bei Rossmann noch DM. Und ich habe von Baby Dream die extra sensitiv Spezial-Wundcreme mit Zinkoxid und Panthenol gekauft. Zink ist ja super gut für so einen Schutzfilm, sehr feuchtigkeitsbildend, aber auch so bei Entzündungen. Panthenol wieder das Abklingen von Rötungen. Und das sind diese dicken, pastigen Cremes. Ich wollte mal probieren, wie es ist, wenn ich nach meinem Skincare Sunday oder meinem, wir brauchen ein Wort dafür, mein Gesicht mit dieser Zinksalbe eincremen. Ob die Haut am nächsten Tag ein bisschen entspannter ist, ne, das weiß ich, das ist dick, das ist eine Paste, das ist eine Baby-Pro-Creme. Vielleicht partiell. Ich hatte neulich, hatte ich hier um meinen Bart herum so ein paar Rötungen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man damit vielleicht punktuell arbeitet. Und diese Babyprodukte sind ja meistens immer ganz besonders mild formuliert. Natürlich auch ohne Duftstoffe und ohne Mikroplastik und Parfum natürlich. Wir hüpfen einmal ganz kurz zum Make-up rüber, denn ich habe eine Mascara gekauft. Ich kann das Wort hier nicht sagen. Ich finde den Namen auch
widerlich. Wirklich widerlich. Tut mir wirklich leid. Ich verstehe es nicht. Aber es gibt von diesem Wimpernserum, Wimpernsubstanz, jetzt auch eine Mascara. Packaging ist cute. Das ist, wie heißt das? Svenja ist auch mit drauf. Die Verpackung ist aber ganz krass. Es hat mich so ein bisschen an die Sky High Mascara erinnert. Auch vom Bürstchen her. Ich blende euch hier mal ein, wie sie sich auftragen ließ. Ich habe sie jetzt selber noch nicht benutzt. Aber das Bürstchen ist sehr flexibel. Ist eine schwarze Mascara, mit der man ein Business-Look, ein Deepfake-Look oder ein Glamour-Look machen kann. Man soll sie auch mehrfach aufbauen für einen dramatischen Look. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe von der Marke selber noch nie was gekauft, weil mich einfach der Name einfach wirklich so dermaßen abturnt. Ich verstehe gar nicht, wie sowas überhaupt zugelassen werden kann. Abgesehen davon, es gibt eine Mascara jetzt von ihr. Was ich mir gewünscht hätte, vielleicht hat es das aber auch mit dabei, ist, dass hier vielleicht auch noch so ein bisschen was Wimpernwachstumsfördernd das mit drin gewesen wäre. Das hätte, glaube ich, ganz gut gepasst. Bin ich gespannt, gebe ich euch ein Feedback, aber auch an dieser Stelle natürlich, sind wir als Community natürlich immer auch auf Feedback von euch angewiesen. Wenn ihr Produkterfahrungen habt mit Produkten, die ich hier zeige und noch nie selber benutzt habe, dann schreibt mir das Ganze gerne einmal in die Kommentare und dann helft ihr nicht nur mir, sondern auch allen anderen. Seid ihr bereit? Ihr wisst es, mein Interesse an Düften verändert sich ja, wird ja jede Woche ein bisschen doller. So, und ich habe neulich schon eine Werbung gesehen von Axe. Axe war in meiner Pubertärzeit. Ich habe es nie benutzt, weil ich es schon immer schrecklich fand. Aber kennt ihr diesen Duft Dark Chocolate von Axe? Muss so ungefähr 15 Jahre her sein. Jeder Kerl in meiner Klasse hat dieses Dark Chocolate Spray benutzt. Und am besten, und das ist etwas, ihr Lieben, wenn ihr Söhne habt in dem pubertierenden Alter, wir müssen den Jungs beibringen, dass es absolut nichts bringt, sich auf einen ungewaschenen Körper Deo aufzutragen. Oder am besten noch übers T-Shirt. Das bringt nichts. Das wird nur schlimmer. Ich habe es damals schon nicht verstanden. Ich habe das immer meiner Mutter erzählt. Und sie hat gesagt, das bringt gar nichts. Meine Mutter hat mir sehr, sehr früh Körperhygiene selbstständig beigebracht. Na, vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Das verstehe ich wirklich nicht. So, und dieser Dark Chocolate Duft, der hat sich ja wirklich in mein Gehirn gebrannt. Und jedes Mal, wenn ich irgendjemanden, und das passiert Gott sei Dank sehr selten, jemanden rieche, der so riecht, wird mir übel. Und jetzt hat Axe aber so ein bisschen so ein Rebranding gehabt und hat die Fine Fragrance Collection rausgebracht. Die hochwertige Duftkollektion. Und das hat mich gerufen. Orange, Sandelholz, Black Vanilla. Das klingt erstmal nach mir. Die Orange, mal so ein bisschen was anderes, vielleicht ein bisschen was Warmes. Und ich war ein bisschen zu doof, also erstmal finde ich es doof, im Laden so Sachen zu testen. Und ich wusste auch nicht, wie ich es aufkriege und habe es jetzt einfach mitgenommen. Freunde, dieses Ding, das riecht genauso abartig wie Dark Chocolate, nur halt ein bisschen sandelholziger. Du hast trotzdem diesen ganz besonderen Axtduft mit drin und der riecht nach der Umkleidekabine 5. FC Gütersloh. Umkleidekabine von pubertierenden Jungs und ich verstehe es nicht, dass das nicht geändert wird. Du kannst, fühlt euch bitte, 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 ne? Das ist nur mein persönliches. Ihr kennt mich, ich übertreibe immer gerne ein bisschen, ne? Wenn ihr jemanden kennt, der das total feiert, amazing. Ich übertreibe. Ich verstehe nicht, wie man so ein Produkt auf den Markt bringen kann. Vor allen Dingen für pubertierende Jungs, die eh schon Probleme mit ihren, oder viele Probleme mit ihren Ausdünstungen haben. Das ist widerlich. Das riecht nach pubertierenden Jungs in der Umkleidekabine. Ich habe es gestern, und muss ich erzählen, ich bin nach Hause gekommen und wollte es unbedingt testen und stand bei uns oben im Windfang und habe gesprüht und das Ding, es riecht heute noch. Und ich musste, Danny war gerade seine Runde laufen und dann wollte ich nochmal kurz rausgehen, den Müll rausbringen, habe das immer noch gerufen und habe gesagt, scheiße, ich muss lüften. Das riecht hier nach pubertierenden Jungs. Was ist das denn? Also bitte, duschen und Deo benutzen, aber bitte nicht das. Ich dachte, das könnte man vielleicht so als Fresh-Up benutzen, um sich mal so ein bisschen vanilliger zu fühlen. Nee, Freunde, wisst ihr, was er euch holt? Das hier. Haarparfum DZL, das ist mein absolutes Favorite-Produkt im Moment. Ich sprühe das hier durch die Gegend, das riecht toll. Es hält sehr, sehr lange auf den Kleidern. Das ist wirklich mit Abstand, seit Dark Chocolate, das Schlimmste, was ich je gerochen habe. Nein, nein, nein. Sorry, ich war wieder bei den Parfums. Und habe von einer Band, die so ein bisschen in der Kritik stand, ein Parfum gesehen. Da stand neu. Gasolin, Benzin. Ich habe das gesprüht. Freunde, ihr glaubt es nicht. Das riecht nach Benzin, beißend in der... Das wäre dasselbe, als hättet ihr euch diesen Tankknüppel in die Nase gesteckt und einmal gedrückt. Das ist so ein beißender
Duft, der wirklich nach Benzin riecht, nach Ammoniak, Benzin, ein bisschen was Holziges. Bitte. Da, also irgendjemand muss diesen Duft entwickelt haben. Da wird ja nicht ein Bandmitarbeiter diesen Duft entwickelt haben. Junger Mann, junge Dame, was ist das denn? Das war der Duft, der dieses 17 in 1 Shampoo in einen Duft bringt. Benzin, Motoröl. Und also, das war ja auf Superbrand männlich gebrandet, ne? Benzin. Warum müssen Männer immer nach Benzin riechen? Könnt ihr nicht einfach auch nach Holz riechen? Benzin ist wirklich das Letzte, wonach ich riechen möchte. So, wie kann man so einen Duft entwickeln und mit gutem Gewissen in den Laden bringen? Ich habe noch nie etwas so Abartiges gerochen. Wenn mein Mann diesen Duft mit nach Hause bringen würde, ich würde das Ding nehmen und ich würde es... Weiß ich nicht. Geht mal in die Drogerie, geht zu Rossmann und schaut euch das Benzin von der Band an, riecht es und schickt mir ein Video eurer Reaktion. Die 5 besten Reaktionen, die kriegen eine Überraschung. Wow, das hat mich so wütend gemacht. Wisst ihr, Düfte machen mich wirklich wütend, weil ich Düfte so liebe und ich frage mich, wenn... Guck mal, stellt euch vor, ein Mann geht da rein. Ich weiß es aus Erfahrungsberichten von den Drogerien, aber auch von vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass... Ich verallgemeine jetzt, ne? Der Mann in die Drogerie geht und eh schon so ein bisschen überfordert ist. Und dann geht er dahin und denkt, oh, ich will mir einen neuen Duft kaufen. Sieht das, boah, geil, es riecht nach Benzin. Dann riecht er dran und denkt, ach ja, ist okay. Und dann hast du dafür, weiß ich nicht, 25 Euro, 35 Euro ausgegeben. Jungs, bitte. Nee. Ich suche euch einen passenden Duft aus. Schreibt mir eine Nachricht. Was soll ich dazu sagen? Ich bin im Moment in meiner Duftblase. Eine kleine Info, die ich für euch noch mit habe, ist, es gibt weitere Produkte von Nam. Ich habe ganz, ganz viele online bestellt. Ich schaffe es im Moment nur nicht, das Video dazu zu machen. Nam hatte ich euch schon mal ein ganzes Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das einmal oben in der Ecke. Das ist eine Marke aus Polen. Die ist aktuell erstmal nur online erhältlich. Es gibt noch eine neue Foundation, die Perfect Lift Foundation. Es gibt hunderte Puder. Ich habe jedes einzelne Puder in jeder einzelnen Farbe bestellt. Zeige ich euch dann. Sachen sind sehr, sehr gut. Also ich habe damals auch schon echt tolle Erfahrungswerte mit dieser Marke sammeln können. Die Lipgloss haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt hier aber auch einen Liquid Lipstick. Sehr schöne Farbe. Das ist jetzt Rose Nude. Fühlt sich so ein bisschen glossy an. Comfy Liquid Lipstick. Okay, ein komfortabler Liquid Lipstick. Der wird wahrscheinlich nicht so matt. Wollte ich euch einfach nochmal gesagt haben, es gibt neue Produkte von Nam auch online bei Rossmann. Und zu guter Letzt habe ich noch etwas mitgebracht von Isana. Das ist ja so aus dieser alternativen Kategorie, ein aufpolsterndes Serum Kollagen Filler. Das, also Packaging ist großartig, ne? Du hast hier wie so eine, sieht aus wie so eine Spritze und dann kannst du das Produkt so raus, hinten, und dann kommen so einzelne kleine dosierte Punkte raus. Finde ich sehr, 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 sehr spannend, weil du damit wirklich nicht zu viel Produkt rausholst. Sehr, sehr feine Textur. Ist parfümiert natürlich, ne? Aber fühlt sich sehr, sehr weich an. Ich werde das heute mal meiner Mama mitbringen. Die findet sowas ja immer total spannend und dann sage ich meiner Mama, sie soll uns mal eine Review geben. Ich habe übrigens auch meine Oma und meine Mama beauftragt, Produkte für ein Aufgebraucht-Video zu sammeln, damit ich auch Feedback von nochmal 2 verschiedenen Generationsstufen mit reinbringen kann. Ne? Ich weiß, ich bin natürlich nicht unbedingt die perfekte Maus, um Tipps zu geben für reifere Haut. Und ich weiß, dass meine Community, man mag es wirklich kaum glauben, ich lese es immer, ja, Maxim, ich glaube, ich bin nicht Zielgruppe aus deiner Community, ich bin 50+. Ihr süßen Mäuse, ihr seid genau die Zielgruppe. Meine Zielgruppe auf YouTube ist zwischen 45 und 65, manchmal 35, ne? Aber der Großteil zwischen 35 und 65, nicht 17. Das ist TikTok. Aber hier auf YouTube sind wir schon ein bisschen erwachsener. Und damit ich natürlich auch nochmal ein bisschen weitere Tipps und Erfahrungsberichte geben kann, wirklich auch nochmal von 2 verschiedenen Hauttypen. Meine Mutter hat eine sehr robuste Haut, meine Oma hat eine sehr, sehr feine Haut. Einfach, dass ihr da auch nochmal ein bisschen Feedback dann bekommt. Dazu dann aber bald mehr. Ihr süßen Mäuse, das war ein bisschen enttäuschend, fand ich. Ich habe nicht so viele neue Produkte gefunden, aber ich hoffe, der ein oder andere Lacher war mit dabei. Denkt an die Emojis, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.